Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Technikhelden-Video. Drahtlose Stromübertragung ist in unserem Alltag allgegenwärtig. Deswegen zeige ich euch heute in dem Video an einem Anschauungsbeispiel, wie die Technik funktioniert und wie man so drahtlos LEDs zum Leuchten bringen kann. Drahtlose Übertragungssysteme kennt ihr alle aus dem Alltag. Zum Beispiel, wenn ihr an der Supermarktkasse mit eurem Smartphone bezahlt oder mit der EC-Karte. Da werden zwar hauptsächlich Informationen ausgetauscht, es gibt aber auch die Drahtlos-Systeme, wie ihr das von eurem Handy kennt, dem QI-Laden oder von der Smartwatch, wo elektrischer Strom drahtlos übertragen wird. Auch eure Zahnbürste wird meistens so aufgeladen. Dem zugrunde liegt eine Spule, die ein Magnetfeld erzeugt und eine zweite Spule, die diese Leistung wieder abnimmt. Ich habe euch heute ein schönes Anschauungsbeispiel aufgebaut, an dem das wirklich greifbar wird, wie so eine Spule funktioniert, was wir als Vorschaltung brauchen und wie wir damit nachher drahtlos Strom zu unseren LEDs übertragen können. Grundsätzlich liegt der drahtlosen Stromübertragung immer eine Spule bzw. zwei Spulen, wenn wir die Empfängerseite mit dazu rechnen, zugrunde. Wir haben also eine Spule wie diese hier und mit der erzeugen wir mit Hilfe einer Wechselspannung ein magnetisches Feld. Dieses magnetische Feld wird auf der anderen Seite genauso wieder abgegriffen und so wie ja sonst ihr die magnetische Funktion vielleicht von einem Elektromagneten oder einem elektrischen Magnetventil kennt, kann dann so Leistung übertragen werden. In meinem Beispiel habe ich jetzt hier eine flache Spule gewickelt und sie hier auf einfach nur einem Papierstreifen festgeklebt. Das ist ganz herkömmlicher Draht, das ist jetzt hier einfach Schaltdraht in 0,14 mm Quadrat, also das, was wirklich jeder Bastler zu Hause hat. Und wie ihr seht, einfach nur die einzelnen Ringe halbwegs sauber aufgelegt und das Ganze anschließend mit Tesafilm fixiert, damit es nicht mehr weg kann. Und schon ist aus unserem einfachen Draht eine Spule geworden. Und nun hat sie eine Induktivität. Als Hobbybastler steht man meistens dann vor dem Problem, dass man mit einem herkömmlichen Multimeter diese Induktivitäten nicht messen kann. Ironischerweise gibt es da ein deutlich kleineres und meistens deutlich günstigeres Gerät, was eben solche Induktivitäten messen kann, also angibt, wie das Schwingverhalten dieser Spule nachher sich äußert. Ich schließe euch das hier gerade einmal an. Und dann brauchen wir nur den einzelnen Knopf des Messgeräts zu drücken. Die Prüfung läuft. Und jetzt sehen wir hier beim Ergebnis, dass es sich um einen Induktor, also um eine Spule handelt und dass deren Impedanz 0,6 Mikrohenry beträgt. Dieser Wert ist nachher wichtig für die Berechnung der Gegenseite und eben um auf das Resonanzverhalten zu schließen. Um jetzt hier eine Resonanzfrequenz mit dieser Spule zu erzeugen, brauchen wir eine Wechselspannung. Würden wir eine Gleichspannung anschließen, dann würden wir nur ein starres Magnetfeld erzeugen. Das kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Es gibt ja dieses einfache Experiment, dass man einen Bleistift nimmt oder einen Nagel, eine Spule drumherum wickelt, auch mit solchem Draht, und eine 9-Volt-Batterie anschließt und schon hat man einen kleinen Elektromagneten. Dann hat man das Ganze dauerhaft, aber damit lässt sich quasi drahtlos keine Leistung übertragen. Wir müssen jetzt also statt einer Gleichspannung eine Wechselspannung erzeugen. Und dafür dient hier die Schaltung, die ich schon mal auf dem Breakboard aufgebaut habe. Die sieht jetzt komplizierter aus, als sie eigentlich ist. Das meiste sind einfach nur Steckverbindungen auf dem Board. Es sind weniger als 10 Bauteile, die für diese Schaltung notwendig sind. Die Schaltung unterteilt sich in zwei Teile. Wir haben hier auf der linken Seite einmal die Takterzeugung, ein Potentiometer und ein NE555. Das ist ein analoges IC, mit dem man gleichmäßige Taktfrequenzen erzeugen kann. In meinem Fall jetzt hier 18 kHz. Und dann einmal die Wandlung in das Wechselstromsignal. Auf dem Oszilloskop kann ich euch jetzt auch mal die Ausgangsfrequenz von dem Chip verdeutlichen, den ich hier über dein RC-Glied eben zusammen mit dem Poti gerade eingestellt habe. Mit dem analogen NE555 erzeuge ich mir jetzt ein Rechtecksignal. Und wenn wir von den Störungen hier jeweils am Anfang von der Amplitude absehen, ist es ja auch ein relativ sauberes Signal. Wichtig ist, dass das Signal jetzt ausschließlich im Gleichspannungsbereich ist. Also wir sind ausschließlich positiv unterwegs. Wir haben hier die Nulllinie, auf der immer die Flanke liegt, während sie eben unten ist. Das heißt, hier ist 0 und dann geht es hoch. Wir haben eine Spannung anliegen, dann fällt es wieder ab auf Nullspannung, dann geht es wieder hoch, Spannung und so weiter. Um aber unsere Spule betreiben zu können, brauchen wir ja einen Wechselstrom. Und da kommt nun der zweite Teil der Schaltung ins Spiel. Kernelement dabei ist diese H-Brücke, das ist ein Motortreiber, der über zwei Schaltausgänge verfügt. Den einen Ausgang negieren wir, sodass wir dann in den negativen Bereich kommen, sodass wir dann zusammen mit dem einen positiven Ausgang, dem anderen negativen Ausgang, dann eine Wechselspannung erzeugen können. Ich greife jetzt hier mal dort das Signal ab, um euch das zu verdeutlichen.
Wie man sehen kann, haben wir jetzt auch am Ausgang der Schaltung das gleiche Signal, nur dass es sich verschoben hat. Wie gesagt, die Nulllinie liegt jetzt hier in der Mitte und wir haben jetzt sowohl den einen Teil der Amplitude oberhalb der Nulllinie liegen und den anderen unterhalb. Das heißt, so haben wir jetzt aus unserer Gleichspannung, dem Eingangssignal, eine Wechselspannung gemacht, die wir nun noch zusammen über den großen Kondensator in unsere Spule schicken können. Der große Kondensator am Ausgang der Spule dient noch als Resonanzglied, damit die Spule und der Kondensator untereinander als Resonanzglied sich gegenseitig aufschwingen können. Das Ganze ist jetzt so schon quasi angeschlossen und einsatzbereit. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt schon etwas vorbereitet, sodass wir jetzt hier schon drahtlos Energie zu einer LED übertragen können. Wenn wir uns das Ganze auf dem Schaltplan anschauen, dann wird das Ganze auch noch ein bisschen deutlicher. Wir sehen jetzt hier im oberen Bereich den NE555 als Schwingkreis aufgebaut. Im unteren Bereich ist hier der Chip der H-Brücke, auch noch mit dem BC547 hier mit meinem MOSFET aufgebaut. Und ganz wichtig, wir haben hier am Ende den großen Kondensator, das ist hier C4 mit 1,4 Mikrohenry. Das ist hier unser großer Kondensator, der Teil des Schwingkreises ist. Dann haben wir hier die Spule. Das ist hier die rote Spule, das heißt, hier endet quasi die drahtlose Stromübertragung auf der einen Seite. Und was ich jetzt in die Mitte reingesetzt habe, diese kleine LED, das sind eigentlich drei Bauteile. Und zwar eine Spule, ein Kondensator, eben um auch auf der Seite den Resonanzkreis zu bilden, und die LED selber. Die kleine Empfangsspule ist dann doch ein bisschen zu filigran, um so etwas selber zu wickeln. Deswegen habe ich mich hier für ein käufliches Modell entschieden. Man sieht auch, die ist nachher noch vom Hersteller mit Schrumpfschlauch überzogen worden. Deswegen kann man jetzt hier die Spule, die eigentlich in der Mitte zwischen diesen beiden hohen Kanten liegt, nicht so richtig gut erkennen. Ansonsten haben wir einfach nur noch die beiden Anschlussdrähte. Das ist quasi analog zu meiner selbstgewickelten Spule. Den Kondensator, das ist hier ein SMD-Kondensator. Man könnte das natürlich auch eine Nummer größer aufbauen. Ich habe es extra aber so klein wie möglich aufgebaut, dass wir das zum Beispiel auch in einer Spielfeldfigur, Mensch, ärgere dich nicht, oder ähnlich aufbauen können und eben nachher zu einem sehr kleinen Gebilde kommen. Ja, und dann haben wir last but not least eine SMD-LED. Die bildet dann eben den Abschluss und da wir mit der Spule nur eine Wechselspannung auffangen können, arbeitet die LED hier als halber Gleichrichter und nutzt nur die halbe Amplitude. Das ist vergleichbar mit eurem Fahrradrücklicht, wenn das über eine Standby-Funktion verfügt und wenn das dann so am Blitzen ist, wenn ihr noch zu langsam seid. Für den Aufbau beginnen wir mit der LED. Beziehungsweise ich packe jetzt hier erstmal eine LED aus und einen Kondensator. Das Schöne ist, da wir es hier mit einer Wechselspannung zu tun haben und die LED ja als quasi halber Gleichrichter funktioniert, braucht man nicht auf die Polung zu achten, sondern wir können einfach die LED nehmen, den Kondensator rückseitig auflöten und das Ganze, egal in welcher Richtung, mit unserer Spule verbinden. Am besten geht ihr dabei so vor, dass ihr euch die LED fixiert und dann mit dem Lötkolben auf einem der beiden Kontakte schon mal ein bisschen Lötzinn auflötet. Und dann könnt ihr anschließend den Kondensator darauf aufsetzen und nun nochmal stirnseitig entsprechend das Lot ein bisschen warm machen, vielleicht ein ganz bisschen Neues dazu. Und wenn dann die eine Seite verbunden ist, dann lässt sich die andere Seite dann relativ einfach legen. Bei der Spule geht jetzt auch so vor, dass ihr zuerst das eine Beinchen schon mal ein bisschen verzinnt, dann zeige ich euch gleich, wie man die LED dann gut da reinziehen kann und sie dann verlötet. Wie ihr seht, habe ich jetzt die beiden Beinchen von der Spule ein bisschen nach innen gebogen. Das hilft mir jetzt einfach, weil ich jetzt die LED nehmen kann mit dem rückseitig angelöteten Kondensator. Ich führe sie jetzt hier in der Mitte durch die beiden Beine durch. Drehe das Ganze dann in der Mitte und wenn ich das jetzt nun an der LED hochhebe, dann hängt die sowieso schon an den beiden Polen dran. Jetzt brauche ich nur noch den Kontakt, den ich gerade schon verzinnt habe, noch einmal warm zu machen und dann habe ich die LED schon einseitig verlötet. Um das Licht der LED noch ein bisschen diffuser zu verteilen, nehme ich mir jetzt einfach Heißkleber, ich habe ja einfach meinen Akku-Heißkleber und fülle das einfach ein bisschen über die LED drüber. Dann wird das Licht noch schöner gestreut. Das ist jetzt gerade bei LEDs mit einem sehr kleinen Streuwinkel
von Vorteil. Und gleichzeitig haben wir dann auch die Komponenten geschützt, dass man sie auch nicht so leicht wieder da abreißen kann. Und wenn dann der Heißkleber kalt ist, dann können wir jetzt zum Funktionstest übergehen. Ich werfe dafür nochmal gerade das Netzteil an für die Schaltung. Und wenn ich jetzt hier die frisch gelötete Spule samt LED in das Magnetfeld der Spule einführe, fängt sie an zu leuchten und wir können jetzt drahtlos damit Strom übertragen. Was können wir jetzt hier mit dieser Schaltung darstellen? Wir können vor allem das Magnetfeld visualisieren, was ja sonst immer schwer vorstellbar und schwer greifbar ist. Und so entsprechend ein bisschen das Gefühl dafür geben, wie so ein Magnetfeld jetzt gerade bei QI, also dem Übertragen von elektrischen Strömen, funktioniert. Wenn ich jetzt hier eine so eine LED nehme und die hier durch den Raum führe, dann sehe ich ganz genau, aha, hier ist sie noch ein bisschen dunkler. Hier in der Mitte erreicht sie dann ihren Helligkeitshöhepunkt. Wenn ich höher gehe, wird es dunkler. Wenn ich nach unten gehe, wird es wieder ein bisschen heller. Oder wenn ich auch anfange, die Spule hier im hellsten Punkt zu kippen, dann bin ich auch wieder aus dem Magnetfeld raus. Das ist auch noch etwas, was ich dann jetzt hier noch gerade im Vergleich mit einer zweiten Spule, die ich jetzt nochmal hier mit meinem Oszilloskop verbunden habe, gut darstellen lässt. Ich habe hier genau die gleiche Spule und den gleichen Kondensator, nur eben die LED weggelassen. Ich halte die beiden jetzt parallel im Raum, dann könnt ihr hier auf der einen Seite, seht ihr in grün, was visuell passiert und auf der anderen Seite seht ihr auf dem Bildschirm, wie sich das Magnetfeld verhält. Wenn ich jetzt beide Spulen in die Mitte meiner Sendespule halte, dann bekommen wir hier eine Frequenz von 18 kHz, wir empfangen eine Spannung von ungefähr 2 Volt und man sieht hier schön einen sauberen Sinus, der von meiner Empfangsspule empfangen wird. Heißt, die grüne LED leuchtet wunderbar. Führe ich das Ganze jetzt weiter nach außen, dann sieht man, wie hier die Welle langsam, aber sicher dann relativ schnell, relativ flach wird und eben keine Leistung mehr übertragen werden kann. Das Gleiche passiert, wenn ich die Spule nehme und sie jetzt beginne, um 90 Grad zu drehen. Dann seht ihr auch, dass die Spur langsam kippt und entsprechend dann einfach der Sinus weg ist. Ich finde, so eine Spule ist ein schönes Beispiel, um sich spielerisch der Elektrotechnik zu nähern und eben die Dinge, die sonst unbegreifbar werden, einfach hier sichtbar zu machen. Man kann das Ganze ja auch nutzen, um damit zum Beispiel ein Spielfeld zu basteln. Man kann ja auch verschiedene LED-Farben benutzen und damit verschiedene Teams signalisieren und dann ein Spielbrett machen, das zum Beispiel wie bei Mensch ärgere dich nicht, alle Figuren, die im Spielfeld sind, also inmitten der Spule, dass die leuchten und alle außerhalb dann eben nicht. Wenn ihr das Ganze nachbauen wollt, dann findet ihr unten in der Infobox verlinkt, wie immer, alle Einzelteile, die wir verwendet haben und den Schaltplan. Und ich lade euch auch genau meine Konfiguration hoch, hier mit diesen Spulen und mit meiner Sendespule. Das Schöne ist aber, wenn ihr euch eine Spule selber anpassen wollt, das heißt, sie größer machen wollt, kleiner machen wollt oder ein anderes Wicklungsverhältnis nutzen wollt, dann gibt es dafür mittlerweile im App Store schöne Apps, mit denen ihr dieses Resonanzglied berechnen könnt. Das heißt, wir tragen dann jetzt hier einfach nur ein, was wir als Eingangskondensator verwenden wollen und mit welcher Frequenz wir da reingehen. Und wenn wir dann den Wert noch haben von der Spule, den wir hier mit unserem kleinen Messgerät gemessen haben, dann spuckt es uns automatisch die Werte aus für die zweite Spule oder eben umgekehrt. Wenn euch mein Video hier zur drahtlosen Stromübertragung gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und teilt das Video mit euren Freunden. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr euch noch vorstellen könntet, wie man diese drahtlose Stromübertragung noch benutzen könnte oder was ihr dann noch für weitere Anwendungen seht. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis bald.